So, das ist es. Die laden ein. Die holen ran. Was jetzt natürlich hier noch fehlt, ist... Kam gerade ein Zug gefahren und ist gleich wieder weg, weil er leer ist. Weil er nie gekriegt hat, was er holen sollte oder wollte. Das ist halt so ein Problem, weil ich einfach nicht genug Produktion habe. Wir haben genug Kupfer, wie es aussieht im Moment. Nö. Aber wir haben auch nie genug Kupfer. Wir haben genug Kupfererz. Das funktioniert immerhin. Genau, die warten hier nämlich auch rum. Wissen, dass sie genug Zeug haben. Das Warten funktioniert sehr gut, muss ich tatsächlich zugeben. Das finde ich schon mal gut. Wir haben auch wieder genug Eisen, tatsächlich. Eisen hat sich rangearbeitet. 8 von... Ja. Nice. Wir haben wieder genug Eisen. Sehr gut. So, dass sich da was anstaut, wie wir das auch wollen. Aber wir brauchen halt auch einfach mehr Eisenproduktion. Das machen wir dann auch gleich. Aber jetzt erst mal hier die Stapler. 50. Mein lieber Mann, ich brauche 200 von den Teilen. Kannst du mal ein bisschen mehr davon machen? Sagen wir mal so. Ja, mach mal ruhig 200. In Vorbereitung. Ja. Was ist denn hier los? Ich hab schon nicht schnell genug beladen. Komm, hier, gib Gas. Gib ihm alles. Er braucht's. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Dreimal Stack-Inserter, aber naja, gut. Was soll's? Es geht. Ja, ich brauche 200 von den Teilen. Wir haben jetzt gleich 150. Naja, nie gleich. Das dauert noch ein bisschen hier. Was macht man dann? Wir gucken uns mal an, wie viel Eisen wir haben. Eisenerz ist gut, hat man ja schon gesagt. Das passt. Wie sieht's bei Eisenausgang, Output aus? Schlecht. Zu wenig. Ah, das ist das, was ich mir gedacht habe. Wie sieht's bei Stahl aus? Es wird schön produziert, aber... Es ist welcher da. Okay, das geht noch. Ich meine, da können wir ja auch, wie wir schon gesagt hatten, hier nochmal eine Stahlschmelze hinbasteln. Wir können dann hier auf die andere Seite auch nochmal so eine Stahlschmelze bauen. Dann sind wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Na, wie viel? Immer noch nicht genug, komm. 41 noch. Gib Gas, gib alles. Hier kommt nie genug Zeug. Ab hier müsste eigentlich blaues Band sein, ne? Damit das hier schön funktioniert. Weiß nicht, bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt hier einfach blaues Band hinmache. Aber ich finde eigentlich, der produziert das schnell genug. Wir brauchen halt jetzt bloß... Ich habe immer die Zwischenspeicher-Dinger. Ich lasse einfach nie genug Zwischenspeicher, ne? Das ist hier das mit das größte der Problem. Dass ich nicht genug Zwischenspeichern lasse. Hier auch bloß in so ein Stack Maschinen, ne? Hier, komm, mach ruhig ein paar mehr. Für den Fall, dass wir mal was brauchen, dass dann auch was da ist. Hier ist dasselbe. Ruhig ein bisschen mehr machen, ne? Das kann ja alles im... habe ich hier einen Fehler gemacht, ne? Klauen die sich ja eigentlich alle alles weg. Woran scheitert's jetzt? Ach hier, ja, an den Teilen, genau. Können wir mal hier auch ein paar mehr machen. Hier ruhig 100 oder so. Da kann ruhig ein bisschen was auf Reserve sein. 100 sind ja auch bloß... Ja, etwas über 20 Maschinen, mehr ist das nicht. Aber dann kommt jetzt hier wenigstens mal ein bisschen was angeflogen, genau. Sonst wartet der hier die ganze Zeit, dass der nichts machen kann. Ist ja auch doof. Wie sieht's aus? Reicht. Sehr gut. Wunderbar. Auf zurück. Ich glaube, wir haben jetzt auch genug. Aber wobei, wollten wir die Züge jetzt schon gebaut haben?
Wir könnten nämlich die Züge auch schon gebaut haben. Fällt mir gerade ein. Wollen wir die Züge schon gebaut haben? Ach klar. Was wir haben, haben wir fertig. So einfach sehen wir das hier nämlich mal. Ich hätte gerne Motoren. Hallo, wo sind Motoren hier? Ich sehe keine Motoren, ne? Aber die sind hier irgendwo. Da, Motoren, da. 50. Alle. Gib mir alle. Alle Motoren. Wo ist hier? Hier. Gib mir erstmal alle Motoren. Werden nicht so viele sein. Hoffentlich. Dachte ich. Sind vielleicht doch ein paar. Verdammt. Wie viele brauche ich denn eigentlich von den Maschinen? Ich muss mal gucken. 2 ganze Züge habe ich hier oben rumstehen. Nie ganz, weil ich den einen Zug hier stehen habe. Also 2 habe ich. Ich brauche 3 pro Station. Mindestens erst einmal. 3 mal 4 sind 12. Sind 25 Loks. Und sind 48 Waggons. Okay, dann haben wir schon mal was vor. 25 Loks, 48 Waggons, jawohl. Wir fangen ja mit Kleinigkeiten an. Na komm, sieh zu, sieh zu. Bringt mir das Zeug mal ein bisschen schneller, dass ich hier was bauen kann. Kann ja nicht so lange dauern hier. Motoren haben wir ja ein paar. So, wie gesagt, die haben mir alle gebracht, die sie hatten. Da passiert nicht mehr. Wo soll ich mich hinstellen, dass die mir das ein bisschen schneller bringen? Das dauert zu lange. Hier. Kommt. Macht hinne. Zeug her. Go, go, go. Zähne haben wir. Wie gesagt, 25 brauchen wir. Wir sind bei 16 schon. Achso, das war's schon mit Motoren. Ja. Dann sollte ich mir dann mal neue holen, ne? Ja. Die Kohle. Nicht die Kohle, mein Freund. Ja, schöne Motoren. Ja, das sind ein paar. Gut. Wir sind bei 16. Jetzt haben wir 21. 22. 23, 24, 25. Das sind alle. Dann können die hier nämlich wieder weg. Habe ich wieder zu viele genommen. Traumhaft. Okay, jetzt noch die 48 Waggons. Die Kleinigkeiten quasi. 10 Waggons. Haben wir schon mal. Ich muss auch jede Menge Treibstoff mit hochnehmen. Weil die ja irgendwie befüttert werden müssen. So, nochmal 10. Sind bei 20. Wir brauchen 48. Oder? 4 mal 12, 48? Ja, sind genau 48. 30. Ja, der ist noch beschäftigt mit Bauen. 10, 20, 30, genau, sind 30 unterwegs. 40. Jetzt noch 8. Na komm, mach eine. So, genau, 8. Jetzt lasse ich mich nochmal neu beliefern mit allem möglichen Zeug. Und das war's dann eigentlich auch schon. Dann können wir da hochmarschieren. Es wird wahrscheinlich so kommen, dass es an blauen Bändern nicht reicht. Deswegen machen wir mal so. Wir holen uns nochmal ein paar blaue Bänder. Hier, gib her, gib her, gib her. Blaues Band zu mir. Robotergeschwindigkeit wurde ja verbessert. Ist ja jetzt quasi deutlich. Wie sieht's denn hier aus? Wird hier geforscht? Ist alles da? Ja, es ist alles da. Sehr gut. Sogar die hier, die nicht mehr hergestellt werden. Angeblich. Ja. Ja, wurde auch nicht hergestellt, weil... Kein rotes Band. Ich hoffe, es reicht noch. Eisenposten 4 ist am Ende immer noch, ja. Der wurde aber noch eine Weile am Ende sein. Die 5000, die brauchen jetzt noch ein bisschen, bis die weg sind.
Wunderbar. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir alles, was wir brauchen und wir machen uns wieder hoch. Ich hoffe, ich kann denn jetzt gleich... Nein, ich habe noch nicht alles, was ich brauche. I'm stupid. Brauche noch Treibstoff, jede Menge. Treibstoff. Hier, Topf rein. Was ist mit Treibstoff? Womit willst du denn die füttern, die Dinger? Tja, das fragt man sich. Nicht genug. Nicht genug. Hier, nimm mit. Und nimm mit. Wird das reichen? Nö, wird's nicht. Deswegen warten wir mal kurz, bis der hier nachgeladen hat. Wie viel brauchen wir denn? 420, ne? Wie viel haben wir? Ja, keine Ahnung. Aber nicht genug. Hier, nimm mit. Alles, was geht. Nimm einfach alles, was geht. Und dann gucken wir mal, ob das reicht. Ansonsten fahren wir halt nochmal hin und her. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Glaube ich zumindest. Stopp rein. Und auf geht's. Auf zurück. Charakterinventar voll. Nein, was tun wir nur. Ich hoffe, er hat genug von diesen Einser-Modulen jetzt fertig gehabt. Das wäre mal ganz nett. Nö, der hat keine. Hier sind auch keine auf Reserve. Ich weiß auch nicht, wie viele ich herstellen lasse. Da muss ich nochmal gucken. Ich habe fast das Gefühl, da habe ich auch einfach zu, lasse ich zu, wenn ich auf Reserve mache. Mein Puffer ist einfach zu klein. Vermute ich zumindest. Hübsch, hübsch. Ja, genau. Dann als nächstes Eisenschmelzer. Rote Schaltkreisfabrik. Kohleverflüssigung. Und Plasteherstellung. Die Plasteherstellung kann ich eigentlich dort machen. Komplett tatsächlich sogar. Ja, mach mal komplett. Bop, 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 bop. Machst du irgendwas? Nö, sehr gut. Was machen wir jetzt hier mit dir? Mit euch? Schließe ich euch schon an? Ihr steht hier, als wärt ihr richtig. Deswegen nehmen wir die hier gleich mal zur Hand und stellen die schon mal hier hin. So wie die hin müssen. Davon haben wir ja, achso, ja. Vier arithmetische, ne? 1, 2, 3, 4, bitte. Dann haben wir die nämlich auch gleich. Bob, dahin. Passt, 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 passt. Okay, machen wir gleich auf der anderen Seite auch noch. Ist das nämlich erledigt? Ach ja, das restliche Zeug müssen wir auch noch hinstellen. Mache ich auch gleich. Hier kommt es hin. Auch ohne Zug. Passend gemacht. Traumhaft. Hier ist auch kein Zug, macht nichts. Hier kommt's hin. So, die Züge werden hier oben eh nicht beladen mit Zeug. Da brauchen wir uns ja eh keine Gedanken zu machen. Fehlt hier noch was anderes als... Nee, nur noch die Module. Von den anderen haben wir genug. Ja, ich habe aber noch 14 einstecken. Da will er echt nichts haben. Hier, nimm die ganzen Module mit und wir gucken mal, ob wir dann jetzt hier gleich fertig sind mit dem Zeug. Das wäre ganz gut. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, sehr gut. Okay, wir müssen noch irgendwie die Hälfte hier abstecken. Erst einmal. Das wird nicht so leicht. Wo würde ich denn jetzt hier die Hälfte machen wollen? Ach schon mal. Sag ich mal hier so, wa? Ab hier. Das ist die Hälfte. Habe ich jetzt festgelegt. Sieht man das? Das sieht man. Sehr gut. Und dann gucken wir mal. Wir nehmen das jetzt hier mal als Hinweis. So, Hälfte sei hier. Bis hier hinten reicht, passt das dann schon. Sehr gut. So, Hälfte ist hier. Dann passt das. Hier dasselbe. Ist jetzt gerade alles nicht so einfach hier zu sehen. Aber das machen wir ja bloß immer. So. Das ist eigentlich, reicht ja, wenn ich das sehe. Auch wenn ich es nicht so richtig sehe. Bob. Da wieder einer hin. Ja, ja. Ganz toll. Ja, da kommt gleich noch einer.
Dankeschön. Wo ist die Hälfte? Hier ist die Hälfte. Okay, ich weiß auch noch nie genau, wie ich die dann zusammenlege. Da das, glaube ich, 10 Linien sind. Aber, ja, okay, der hier oben passt. Okay, wie viele Linien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tatsächlich. Das heißt, wir machen jetzt uns erstmal was ganz Einfaches. Nämlich, wir legen die hier oben schon mal zusammen. Ne, das hier ist jetzt erst einmal. Aus 2 mach 1. Dasselbe machen wir für die hier unten. Machen wir auch einfach aus 2 mach 1. So, 2 mach 1. Wunderbar. Jetzt brauchen wir den Balancer. In diese Richtung natürlich. Ja, einfach hier hingepackt. Schon nochmal. Und jetzt brauchen wir jede Menge blaues Band. Wir müssen mit dem nämlich hier ran. Bop. Dann mit dem an den nächsten. Erinnert zu wenig natürlich. Einfach, wenn du nie zu weit machen willst, ne? Dann machst du aber auch immer eins zu wenig. Ach ja. So, das passt. Da rein, genau. Den hier können wir gleich mal hier runtersetzen. So, das nee, falsch haben, danke. Okay, die hier jetzt. Ups, das ist ein bisschen komisch, macht nichts. Oh, es wird sogar an blauen Band reichen. Ich bin begeistert. Also ich gehe jetzt gerade mal stark davon aus, dass es reichen wird. Ich hoffe es, zumindest stark. Maybe not. Not sure. Na gut, wir können uns ja einfach nochmal was holen. Sollte ich mal nicht so tun, ne? Das wäre das hier ein Riesenproblem. Ist es natürlich nie. Können ja einfach Band holen gehen. Was wir natürlich auch noch machen müssen. Da wir ja hier das Problem jetzt haben, oder gleich haben werden, dass mein Inventar voll ist mit Rotz. Ja. Und ich kein blaues Band mehr habe. Beides. Super. Super Kombination. Deswegen mal ein bisschen von dem Rotz jetzt hier rein schon mal. Sehr gut. Züge schon mal mitnehmen und hinsetzen. Klar, machen wir mal. Dann haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. Und die machen uns dann auch keinen Ärger mehr. Dann können wir nämlich auch den Treibstoff schon mal loswerden. Die werden dann auch schon beladen und alles. Und die können dann sofort quasi losarbeiten. Das ist ja das, was wir wollen. Ja, genau. Packe den da hin. Der hier kann schon mal hier hin. So, der Waggon als nächstes. Danke sehr. Kuh hilft ungemein. Ich denke diesmal auch wieder dran. Ist ganz stark von mir. Hier, wieder Kuh. Oh ja, so stark. Wow. Wow. Nicht snappen. Nein, nein, nein. Geh weg. Nicht snappen. Geh weg. So, wunderbar. Dann will der einfach wieder snappen hier. Alter, Schnapper der. Aber das ist natürlich nicht gut. So, was ist jetzt hier die Sache? Die Sache ist die, dass das irgendwie nie so passt. Was wir uns ja schon gedacht hatten. Wenn ich jetzt hier noch einen hinsetze, passt das nicht. Wie viele haben wir? Wir haben hier schon 3. Das heißt, ich brauche hier keinen mehr. Das ist eh bloß noch der hier jetzt. Dann packen wir den dann nochmal schnell hin. 1, 2, 3, 4. Und nochmal den Waggon passt. Okay. Jetzt können wir uns einfach den nehmen und einmal Steuerung linksklick machen und der macht immer einen Stack rein. Das ist nice. Das ist so nice. Das macht das Befüllen so viel einfacher. Habe ich genug? Oh, ich habe genug. Oh, verrückt. Geil. Geil. Alle befüllt, alle fertig. Was uns jetzt hier noch fehlt, ist ein bisschen Strom an dem Teil. Und ansonsten... Dann bloß noch das blaue Band. Wir müssen das blaue Band holen. 10 Stück habe ich noch einstecken. Mit kommen wir nicht weit. Ja. Stopf.
Stopf rein, meine ich. Sehr gut. Dann können wir den rechten dann nämlich vielleicht sogar schon in Betrieb nehmen. Was uns hier natürlich jetzt noch fehlt, ist der Abgang. Den Abgang hier muss ich noch machen. Ja, speichere. Ja, machen wir den Abgang. Der Abgang ist relativ einfach. Habe ich genug Platz? Ja. Genug Platz für das Holz habe ich. Sehr gut. Wie gesagt, wir nehmen uns den Abgang, machen wir uns relativ einfach. Wir nehmen uns das Teil, wie es jetzt hier ist, und sagen dem, ja, du musst ein Stück weiter, noch ein Stück. Dann passt das nämlich. Dann kommt er nämlich genau hier durch. Also wir müssen den da abzwicken. Und dann kann der hier rum. Wunderbar. Machen wir hier die Verbindung wieder hin. Jetzt kommt der hier. Den nehmen wir uns einfach so, wie er ist. Am besten, ich mache gleich mein Shift-Teil. So, und der soll hier hoch. Mit da dran oder... Ja, mach einfach so. Genau. Jetzt habe ich Shift gemacht. Ich weiß gar nicht, dann hat er komplett gleich was anderes gemacht. Und dann hier drauf. Richtig. Und das ist es schon. Jetzt brauchen wir noch... Es wäre so cool, wenn der das irgendwie... Wenn er irgendwie selbstständig die... Signale setzen würde, sodass die schon halbwegs sinnvoll sind. Weil im Moment macht er das ja noch gar nicht. Und wenn du das dann verpasst, dann hast du übelsten Unsinn. Übelsten Unsinn. Das ist natürlich auch doof. Ah ja, hier muss auch noch einer hin, sonst kriegt man eventuell Probleme. Der hier ist schön abgezwickt. Die sind auch alle schön abgezwickt, hat man gesagt. Machen wir hier jetzt noch einen hin. Und dann kommt der hier weg. Stattdessen kommt da hier einer hin. Und da sind einfach Folgesignale. So. Und das ist es auch schon. Sollte so funktionieren. Sollte so funktionieren. Wenn wir jetzt den Anschluss hier noch machen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Ja, der darf hier nicht runter. Muss er aber auch nicht, weil der kann hier lang. Das passt. Super. Okay, 1, 2, 3, 4. Das heißt, der hier ist der, der hier hin muss. Sehr gut, das passt. Das ist der, der hier runter muss. Die sollten eigentlich alle auch schon richtig eingestellt sein. Was noch fehlt, ist der Name vom Bahnhof und den Zügen, muss ich noch sagen, zu wem sie gehören. Aber dann sollte das passen hier. Wie weit sind wir denn mit der Artillerie? Das geht schon echt langsam voran, ne? Also 32.000. Das braucht schon so ein bisschen Zeit, bis da was passiert. Wir haben halt, wie gesagt, das Problem, dass wir zu wenig rote Schaltkreise haben. Das macht die Sache wahrscheinlich nochmal ein ganzes Stück langsamer. Unten wurde jetzt ordentlich beladen, jetzt muss oben noch gemacht werden. Mist, was ist denn das jetzt hier passiert? Das ist aber so nicht geplant gewesen. Genau so will ich das haben. Hier kann... Habe ich bei dem anderen Durchsatzzähler hingemacht oder habe ich die vergessen? Bin gerade am Überlegen. Ich habe fast das Gefühl, ich habe die vergessen. Was natürlich grandios wäre. Und Abdeckung mit Robopods habe ich hier ohne. Da muss ich auch gleich nochmal dran denken. Gleich, wenn hier die ersten Züge fahren, kümmere ich mich darum, dass Robopod-Abdeckung gegeben ist. So, das ist es. Die laden ein. Die holen ran. Was jetzt natürlich hier noch fehlt, ist blaues Band bis weit genug hinten. Sagt, hier ist überall blaues Band. Das ist falsch rum gewesen. Grandios. So, blaues Band. Hier dasselbe. Kann ruhig ab hier blaues Band sein. Die werden ja hier irgendwann nochmal effektiver tatsächlich. Von daher ist das schon okay, wenn ich etwas zu viel blaues Band mache. Ist auf jeden Fall besser als zu wenig. Da, ja, der ist unsinnig, ich weiß. Und machen wir hier jetzt hier blaues Band, komm. Ganze Zeug muss raus.
Ja, keine Ahnung, wie viel blaues Band ich noch habe. Ich brauche doch mehr, als ich dachte. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück und holen gehen, damit das hier passt. Nein, 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 nein. Ja. Wir brauchen nochmal genauso viel, wenn ich das so sehe. Mindestens nochmal genauso viel. Wir könnten jetzt hier... Warte mal, nee. Sagen wir mal nach dem hier. Den hier machen. Und dann kommen wir ohne blaues Band aus. Weil die dann auf die untere Seite und die auf die obere Seite legen. Das geht dann hier rein in... Ja, ja, das lassen wir so. Können die trotzdem ihr Ding machen. Der ist fast voll. Das funktioniert sehr gut. Das gefällt mir, das gefällt mir. Okay, Roboports. Müssen wir noch machen. Hat man ja gesagt, habe ich noch keine Abdeckung geschafft. Aber jetzt habe ich sie. Das ist es nämlich quasi schon. Noch nicht ganz. Theoretisch muss ich hier oben noch lang mit den Teilen. Machen wir nicht bloß theoretisch, sondern praktisch auch. Ja, da hat er auch Strom. Und jetzt sollte das hier, ja, alles abgedeckt sein. Sicher und super. Strom ist da, wunderbar. Okay, jetzt kann ich die benennen. Du sollst heißen. Auf jeden Fall Eisenaußenposten. Wir haben eine 1, wir haben eine 2, wir haben eine 3, wir haben eine 4, wir haben eine 5, wir haben keine 6. Okay, du bist Eisenposten 6.1.